Moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch die 76409 vorstellen. Das ist das Gryffindor Hausbanner aus der neuesten Harry Potter Reihe. Oder besser gesagt, aus der neuesten Harry Potter Welle. So, das muss ich mal kurz beiseite legen. Dann haben wir hier den Karton. Einmal das Banner in groß. Dann einmal, wenn es aufgebaut ist, hier haben wir das, oder ein Teil des Wackelbilds mit unseren drei Figürchen. Wir haben hier Angelina Johnson, Neville Longbottom und mal wieder ein Set mit Harry. So könnte es, oder so sieht es aus, wenn du es aufgebaut hast. Hier oben haben wir nochmal die ganzen Banner im Überblick. Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff und Gryffindor. Das, was wir jetzt hier haben. Ich habe in der Vergangenheit schon mal die anderen beiden gezeigt. Hier Slytherin und Hufflepuff. Die werde ich im Abspann sowie in der Infocard und in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. So, das war der Karton soweit. Da haben wir nichts. Da nix. Da nix. Somit kommt das wieder dahin. So, dann haben wir hier nochmal die Figuren. Hier haben wir Angelina Johnson mit einem schönen Strickpullover von Gryffindor. Beidseitig bedruckten Kopf. Einmal so ein ganz normalen und ein grinsendes oder lächelndes. Beine sind nicht bedruckt. Dann haben wir hier Neville. Oberkörper mit Umhang. Hinten und vorne bedruckt. Kopf auch beidseitig bedruckt. Und bleib stehen. Hier haben wir Harry. Mal wieder. Aber auch schon lange keinen Harry mehr gehabt. Hier haben wir auch ein Wendegesicht, so ein bisschen grimmig und ein nettes. Er hat halt die Strickjacke offen und eine schwarze Hose. Für jeden war auch ein paar Zauberstäbe dabei. Die habe ich, wie gesagt, noch nicht auseinander gepult. Ihr kommt mal beiseite. Zack. Das geht mal alles so ein bisschen nach hinten. Wir hatten dann auch einen Stickerbogen dabei. Den haben wir hier. Die habe ich noch nicht aufgeklebt, weil ich das ja umbauen will in einen Raum für Hogwarts. Und da kann ich die Sticker anderweitig besser gebrauchen. Was ich schön finde ist, hier haben wir eins der Harry Potter Moments Bücher. Das wäre Kräuterkunde, das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Ich soll mal gucken, dass ich das endlich mal ranbekomme. Aber finde ich immer witzig, dass die in jedem von den Bannern vertreten sind. Dann haben wir das Banner von vorne. Schön in dunkelrot mit dem aufgedruckten Löwen auf der Fliese. Finde ich ganz hübsch. Dann haben wir hier an der Seite orange. Müsste eigentlich Gold sein. Glaube ich, bin mir sicher. Aber ja, dann haben wir die Rückseite. Hier sehen wir schon mal zwei Sessel. Das Wackelbild ist hinten befestigt mit den schwarzen Wasserhähnen. Bei Hufflepuff war das, glaube ich, auch schwarz. Bei Slytherin war es, glaube ich, silber. Oder so, weiß ich jetzt nicht. Nagelt mich nicht drauf fest. So, dann zeige ich mal den Gruppenraum in aufgebauten Zustand.
Hier gibt es auch nicht viel auseinanderzunehmen. Das finde ich das Schöne. So, komm her. Zack, das war's sogar schon. Oder? Jetzt muss ich mal gucken. Da muss ich doch mal glatt gucken. Ja, fast. Fällt aber gar nicht auf, dass die da noch rauskommt. So. Das ist alles. Ein Sessel. Zwei Kerzenständer und der Tisch. Boah. Mehr ist es wirklich nicht. So. Na, hier haben wir zwei identische Sessel. Finde ich ganz cool. Noppen sind unten, damit man die unten am Banner befestigen kann. Dann haben wir hier zwei Kerzenständer. Ganz simpel gemacht, aber schön. Und ein Tischchen, da würde der Sticker mit dem Schachfeld drauf kommen. Dann kommen wir mal zum Innenleben des Buches oder des Banners. Hier auf die Scheibe würde das Fenster kommen, also so. Hier unten beim roten würden die Polsterbezüge hinkommen. Das Banner kommt dahin, das Emblem. Dann, na komm her. Das Bild kommt dahin. Was fehlt denn noch? Das Bücherregal kommt hier vorne hin. Boah, das war's schon soweit. Wer das ist, weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, damit haben wir die Seite auch abgehandelt. Die Sticker allgemein. Dann haben wir hier unten ein kleines Lagerfeuerchen. Das wäre schon das Wackelbild. Da kann man Sirius drin sehen, wenn man es wackelt. Der kam ja im vierten Teil. Hat er sein Gesicht ja in einer Kohle vom Feuer abgebildet. Dann haben wir hier vorne noch die Treppe zu den Schlafräumen. Hier oben haben wir Godric Gryffindor in dem kleinen Bild. Und hier haben wir ein Pokal. Draußen fliegt ein Testral lang. Finde ich ganz cool. Dann haben wir hier das Schwert von Gryffindor. Ich finde das Schwert echt cool mit den Rubinansätzen hier an den Seiten. Echt hübsch. Eine Tafel Schokolade, ein Besen, wie gesagt, den Kamin. Oben nochmal die Farben für Gryffindor. Dann haben wir hier den Schnatz. Hier haben wir dann auch wieder ein Briefchen und ein Tittenfässchen. Die könnte man auch rausnehmen und auf den Tisch stellen. Ja, sonst gibt es eigentlich schon auch nichts mehr großartig zu sagen. Ich baue das jetzt wieder mal schnell zusammen. Das geht ja bei dem echt einfach. Das wird hier einfach so reingehakt. Fertig. Die Kronleuchter kommen. Oder Kerzenständer kommt dahin. Und ein Sessel kommt hier. Da können wir die Seite schon mal zuklappen. Zack. Und ein Sessel kommt da. So. Okay, Position nicht ganz getroffen. Aber das ist ja nicht das Problem. Zack. So. Und da haben wir das Banner wieder an sich, so wie es gehört. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Banner mache, ob ich das am Ende aufhöre, wenn ich es ausgeschlachtet habe. Damit ich das wieder so habe. Mal gucken. So. Die Figürchen da wieder zu. Dann war es das auch für heute schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Restmittwoch. Genießt das Wetter, falls ihr gutes Wetter haben solltet. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und vergesst auch nicht die Glocke, denn
verpasst ihr das letzte Banner nicht. Das kommt auch, denke ich mal, entweder Freitag oder nächste Woche. Mal gucken. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.